Leute, und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um das Thema die 5 Gründe oder die 5 Geheimnisse, um glücklich zu sein. The 5 Secrets of Happiness. Okay, glücklich sein ist ja ein allgemeines Thema, was jetzt nicht so mal eben schnell bearbeitet ist. Aber was mir aufgefallen ist die letzten Jahre, ist, dass wir an kleinen Dingen arbeiten müssen und immer wieder kleine Steps machen müssen, um letztendlich dann wirklich glücklich zu werden. Und ich habe mal so die 5 wichtigsten Dinge zusammengepackt, die ich besonders wichtig finde. Punkt Nummer 1 ist, ich brauche für mich immer einen Grund, warum ich da bin. Und ich brauche irgendwie einen Sinn. Sei es, dass es das Tanzen ist, um zu unterrichten und so, oder was weiß ich, es gibt 1000 Dinge für jeden persönlich, individuell. Aber wichtig ist, dass du wie eine Bestimmung, deinen Sinn hast und deinen Sinn auch selber siehst, dass du hier bist und dass du lebst. Und das verändert einfach ganz, ganz viel, wenn du diesen Sinn für dich gefunden hast oder für dich selber, dir den selber gibst. Manchmal muss man den gar nicht finden, sondern man muss ihn sich einfach selber geben. Punkt Nummer 2 sind menschliche Beziehungen. Das, was wirklich das Leben lebenswert macht, sind die Beziehungen zu den Menschen. Und wenn du tolle Menschen in deinem Umkreis hast, dann hast du automatisch ein ganz erfülltes Leben. Du hast immer was zu lachen, du hast Liebe in deinem Leben. Und es muss nicht immer nur eine Beziehung zu einem Liebespartner sein, sondern es kann auch eine Beziehung zu Freunden sein. Es kann auch eine Beziehung zu einem Tier sein zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass du eine besondere Beziehung zu irgendeinem Lebewesen hast, denn diese Beziehungen machen das Leben lebenswert. Der nächste Punkt ist, kontrolliere deine Gedanken, oder was heißt kontrollieren? Lern deine Gedanken richtig zu deuten. Das heißt, wenn du Gedanken hast, die negativ sind, dann ist es immer eine Frage der Bewertung, wie du diesen Gedanken bewertest. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen Job verliere, dann kann ich denken, oh, okay, Scheiße, ich habe jetzt weniger Geld, warum haben die mich gefeuert? Selbstzweifel, dies und das. Aber ich kann auch denken, okay, ich habe jetzt mehr Zeit für das und das und ich finde jetzt einen besseren Job. Also es ist immer eine Frage der Bewertung, wie du deine Gedanken bewertest und wie du letztendlich das Ganze dann siehst. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Lerne, mit deinen Gedanken umzugehen. Kontrollieren ist so ein bisschen der falsche Begriff, aber damit umgehen. Punkt Nummer 4, auch extrem wichtig, akzeptiere das, was du hast und versuche mit dem glücklich und zufrieden zu sein, was du jetzt schon hast. Es heißt nicht, dass du keine größeren Ziele haben darfst. Nein, auf keinen Fall. Du sollst auf jeden Fall auch nach irgendwas streben. Aber es hilft ungemein, wenn du das schon akzeptierst, was du hast und schon weißt, damit umzugehen und damit auch schon zu leben. Wenn du jetzt mit deinem jetzigen Standpunkt komplett unglücklich bist, dann such dir trotzdem Dinge, für die du dann schon irgendwie dankbar bist. Und da kommen wir auch schon direkt zum letzten Punkt. Dankbarkeit. Punkt Nummer 5 ist auf jeden Fall für mich Dankbarkeit. Lerne, für die Menschen dankbar zu sein, für die kleinen Dinge dankbar zu sein. Ich bin zum Beispiel einfach oft glücklich, dass ich einfach meinen Wasserhahn aufmachen kann und einfach Wasser trinken kann. Und ich weiß, es ist immer so leicht gesagt, sei für die kleinen Dinge dankbar und so, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass wir dankbar sind. Uns geht es eigentlich so gut hier, auch wenn viele über Deutschland zum Beispiel meckern, aber eigentlich geht es uns gut und das muss uns auch einfach mal bewusst sein. Das heißt wiederum nicht, dass wir nach nichts streben dürfen oder nicht irgendwelche Ziele haben dürfen oder dass wir uns nichts wünschen dürfen. Das ist alles Quatsch. Wir können trotzdem größere Ziele haben, uns trotzdem mehr wünschen. Und das sind einfach so die Dinge, die ich einfach mal ansprechen wollte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass viele Menschen einfach so dauerhaft unzufrieden sind. Ich gehe durch die Stadt und sehe überall Gesichter so negativ und die Energie ist negativ und Negativität ist so überall irgendwie, selbst oft in Familie und Freundeskreisen haben wir ständig negative Gefühle und vielleicht hilft dem einen oder anderen der ein oder andere Tipp von mir und dann bin ich schon glücklich und dann hat es sich schon gelohnt, dieses Video zu machen. Bina. Ja,
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Tipps habt, um glücklich zu sein oder um eure Laune zu heben, was ihr da so macht. Abonniert den Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.